Weltmeister, Olympiamedaillengewinner und die österreichische Leichtathletik-Elite. Sie alle jagen in der kommenden halben Stunde Limits, Bestleistungen und Rekorde beim Lise Prokop Memorial. Die Meetings in Wien und Linz, die haben wir hinter uns. St. Pölten ist die dritte Station der heimischen Top-Serie und auch da dürfen wir uns natürlich wieder auf zahlreiche Highlights freuen, vom Speerwurf bis zum Weitsprung, von den 100 Metern bis zum Diskus. Und es wird sehr emotional heuer, denn wir haben den ein oder anderen Abschied zu feiern. Zum Beispiel jenen des Veranstalters. Der sagt dem Lise Prokop Memorial nämlich heuer Goodbye. Gottfried Lammerhuber, warum die Entscheidung nach 14 Jahren zu sagen, ich hör auf? Es waren schöne, intensive Jahre, aber es hat mich sehr gefordert. Das ist ein Fulltime-Job, die Organisation eines großen Meetings. Und ich habe aber einen Brotberuf als Schulleiter einer großen Schule und habe eine Familie, habe einen Verband, einen Verein zu führen. Insofern war die Entscheidung dann jetzt im Endeffekt eine relativ einfache. Es geht nicht mehr und daher dieser Entschluss. 14 Jahre Lise Prokop Memorial, 14 Jahre Top-Leichtathletik in St. Pölten. Wie viel Wehmut ist denn heute auch bei Ihnen dabei? Naja, das geht einem schon nahe. Das waren 14 ganz intensive Jahre. Wir haben wirklich versucht und das ganze Team hat ja hier mitgezogen, Leichtathletik in St. Pölten salonfähig zu machen. Beate Schrott ist hier groß geworden mit dem Meeting oder umgekehrt. Wir haben hier viele Akzente gesetzt und ja, natürlich bin ich wehmütig, aber es wird auch ohne mich hoffentlich weitergehen. Das ist mein großes Bestreben. Und dann wird es mit frischem Elan vielleicht ein besseres, größeres und spannenderes Meeting geben. Schauen wir noch einmal zurück. Was sind die ersten Bilder, die Sie so in den Kopf bekommen? Was waren aus Ihrer Sicht die Höhepunkte in diesen 14 Jahren? Naja, es waren viele. Wir haben klein auf der Unionssportanlage, auf der legendären, begonnen. Da ist Clemens Zeller den österreichischen 400-Meter-Rekord gelaufen unter katastrophalen Bedingungen. Kira Grünberg hat hier oftmals gewonnen. Wir haben dann den Schritt gewagt in das Sportzentrum, um einfach uns der Entwicklung zu stellen. Und ja, da gab es mit 12:41 eine unglaubliche Leistung von Alina Thalay. Wir haben aber auch super Leistungen der Beate gehabt. Die Ivona hat gezeigt, dass sie Weltklasse ist. Luke Weiß-Heidinger und heuer als Abschluss, und das kann ich durchaus sagen, als krönender Abschluss, Pavel Feideck, vierfacher Hammerwurf-Weltmeister. Sie haben es jetzt schon kurz angedeutet, das Line-Up hat es heuer nochmal richtig in sich, auch deshalb, weil das Meeting eine wichtige Aufwertung bekommen hat, oder? Genau, wir sind heuer Permit-Meeting des Europäischen Leichtathletikverbandes, das heißt eine Kategorie nach oben gestuft worden. Das gibt mehr Punkte für die Athleten, für die Welt- und Europarangliste. Das heißt, die Startplätze waren hier noch viel, viel begehrter, das habe ich gemerkt durch unzählige Anfragen. Und ja, daher große, spannende, international top besetzte Felder. Worauf dürfen sich die Leichtathletik-Fans denn jetzt konkret freuen? Welche Stars sind mit dabei? Also allen voran sicher Pavel Feideck, der vierfache Hammerwurf-Weltmeister, sicher der beste Hammerwerfer aller Zeiten. Wir freuen uns natürlich, dass Luke Weiß-Heidinger nach seiner Bronzemedaille hier heute wirft. Er hat ein starkes Feld, das er hier zu schlagen hat. Wir freuen uns natürlich, dass Ivona Dadic da ist. Bedingt durch die Absage in Götzis hat sich für uns ein Fenster geöffnet. Markus Fuchs steigt in der Saison ein. Leni Lindner, unsere Lokalmatadorin, bekommt es mit Desiree Henry, der Olympiamedaillengewinnerin, zu tun. Also ein dichtes und sehr spannendes Programm. Okay, vielen Dank, Gottfried Lammerhuber. Viel Vergnügen, viel Erfolg natürlich auch für Ihr letztes Lise Prokop Memorial. Und Ihnen wünsche ich jetzt viel Spaß mit den Höhepunkten des Lise Prokop Memorials. Jetzt heißt es schneller, höher und weiter. Und hier im Sportzentrum Niederösterreich sollen sie fallen, die Bestleistungen und Rekorde. Die Bedingungen sind hervorragend, es gibt jede Menge Rückenwind, das hilft vor allem den Sprintern. Und auf der Laufbahn legen wir auch los mit den 400 Meter Hürden der Männer und mit Leo Köldorfer. Der 21-Jährige vom ULC Linz nimmt in St. Pölten eine persönliche Bestleistung ins Visier und die gelingt ihm auch. Für den Sieg reicht es zwar nicht, der geht an den Tschechen Matej Baluch. In 51:48 läuft Köldorfer aber schneller als je zuvor. Ja, Leo Köldorfer ist wie zufrieden mit seinen 400-Meter-Hürden in St. Pölten? Ja, also gleich mit einer Saisonbestleistung und persönlichen Bestleistung in die Saison einzusteigen, ist natürlich echt super. Also das ist ja nicht selbstverständlich. Und es war echt ein guter Lauf, gutes Feld, das pusht dann natürlich auch selber. Perfekter Einstieg in Summe? Ja, würde ich schon sagen. Also auf die letzten 100 Meter ist zwar noch ein bisschen Luft nach oben, aber für den ersten Lauf bin ich sicher zufrieden. Für den ersten großen Höhepunkt beim diesjährigen Prokop Memorial wird diese Dame hier sorgen. Lena Pressler von der Union St. Pölten hat eine Bestleistung von 58:57 stehen.
Das wird die 21-Jährige aber gleich ändern. Pressler hier auf Bahn 3 läuft ein fantastisches Rennen, das Beste ihres Lebens. Der Sieg geht in korrigierten 55,77 an die Kolumbianerin Melissa González. Lena Pressler wird Dritte. In 56,73 verbessert sie den fast 35 Jahre alten österreichischen Rekord von Gerda Haas und ihren eigenen um fast 2 Sekunden. Ja, also es bedeutet mir extrem viel. Ich habe gewusst, dass ich gut drauf bin, aber mit der Zeit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Sie haben Ihren bisherigen Rekord ja pulverisiert. Wie ging das denn? Ja, ich bin zum ersten Mal heuer, haben wir bis zur 7. Hürde einen 16er gemacht. Und ich bin heute kein einziges Mal aus dem Rhythmus gekommen und das hat mir richtig gut gepasst. Insgesamt der perfekte Einstieg? Ja, ich konnte mir keinen besseren Einstieg vorstellen. Es war wirklich perfekt. Wie geht es weiter für Sie in dieser Saison? Wo liegen die Ziele? Ja, also nächsten Freitag laufe ich dann in Regensburg. Da möchte ich natürlich wieder bessere Zeit laufen und dann werde ich öfters im Ausland starten. Und auch im Hochsprung der Männer ist der Stadionrekord von 2,25 Metern in Gefahr. Und er ist der Grund dafür. Der Brite Joel Clark-Kahn überspringt die 2,23 Meter gleich im ersten Versuch und lässt sich danach 2,26 auflegen. Das wäre Bestleistung in St. Pölten, aber Clark-Kahn scheitert knapp. Den Sieg holt sich der Brite dennoch. Bester Österreicher wird Lionel Strasser mit 2,13 Metern. Also ich bin nicht so ganz zufrieden, aber für den ersten Wettkampf geht es wohl klar, weil ich auch einen neuen Anlauf habe. 7-Schritt-Anlauf statt 5-Anlauf, also finde ich es okay. Sie haben also umgestellt im Anlauf, erklären Sie uns, was ist genau der Unterschied und was soll es bringen? Also es soll bringen, dass ich dann am Ende die Geschwindigkeit schneller habe und dadurch dann höher komme. Wie schwer oder wie leicht tun Sie sich jetzt in der Anfangsphase damit? Also im Training hat es nicht so schlecht funktioniert. Im Wettkampf muss man noch ein bisschen was dran feilen, aber langsam wird's. Er ist der große Star der heurigen Auflage. Der Pole Pavel Fajdek gilt als einer der besten Hammerwerfer aller Zeiten. Seine Bestleistung steht bei 83,93 Metern. An die kommt er in St. Pölten zwar nicht heran, dem vierfachen Weltmeister reichen aber knapp 80 Meter zum Sieg. I think it's a great place. I'm here first time and it really impressed me. Ich bin zum ersten Mal in St. Pölten und finde es großartig hier. Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs und finde es wirklich beeindruckend. Alles sieht sehr professionell aus. Das Stadion ist wunderschön. Es sind viele Zuschauer da. Wir Athleten versuchen unser Bestes. So soll Leichtathletik aussehen. And we're trying to do our best. So that's how the athletics should be looks like. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung heute? Sie haben fast die 80 Meter erreicht. I always hope to throw farther. That 80 should be. Ich habe gehofft, dass es weitergeht und dass ich die 80 Meter ein paar Mal übertreffen kann. Ich hatte aber Probleme mit dem Wurfkreis und dem Wind heute. Ich konnte meine Technik leider nicht anpassen. Wir stehen noch ganz am Anfang der Saison und ich bin noch ein Stück von meiner Topform entfernt. Nach einem intensiven Trainingslager war ich müde heute. Bei meinem nächsten Bewerb in ein paar Wochen werde ich mich hoffentlich steigern können. But in a few weeks we have another competition. I hope my result will grow with the months. Es stehen viele große Veranstaltungen an heuer. Welche Pläne haben Sie? Of course, plan number one is fifth goal. Mein größtes Ziel ist der 5. WM-Titel in den USA. Dafür werde ich mein Bestes geben. Nur dafür werde ich trainieren. One more time, and I will training only for this. Gleich 3 heimische Top-Athletinnen greifen in St. Pölten zum Speer. Ivona Dadic bestreitet nach dem starken Saisonauftakt in Ried ihren 2. Vorbereitungswettkampf. Patricia Madl will nach Platz 6 bei der U23-Europameisterschaft auch in St. Pölten vorne mitwerfen. Und für Victoria Hudson gibt es in St. Pölten sowieso nur ein Motto: Der Heimsieg soll her. In Wien hat sie heuer schon 61,90 Meter geworfen. Beim Prokop Memorial geht es nicht ganz so weit. 58,32 Meter reichen aber zum Sieg. Es ist schon ein bisschen besser als mein letzter Wettkampf. Der war am Sonntag in Eisenstadt, der ist leider ganz daneben gegangen. Die Technik sitzt bei mir einfach noch nicht. Ich habe da ein paar Löcher in meiner Technik, sage ich jetzt einmal, wo mein Bewusstsein einfach fehlt im Anlauf und an dem muss ich einfach noch arbeiten. Ein bisschen mehr als 58 Meter waren es heute. Wie viel Luft nach oben sehen Sie da noch? Ja, also ich habe vom Gefühl, habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt bei einem Wurf richtig drinstehe und im richtigen Moment andrücke, dann geht der deutlich über 60. Ich habe es leider nicht geschafft, also man kann diese Prognosen, kann man immer vorher sagen, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das rauskommen. Ja, war heute nicht so, aber ich bin eigentlich gut drauf und ich weiß, dass ich deutlich über 60 Meter werfen kann. Also schauen wir, ob ich es, wann ich das so bald wie möglich dann schaffe.
Was bedeutet es für euch, nach all dieser Zeit wieder mal ein Heimmeeting und noch dazu vor wirklich vielen Zuschauern zu haben? Ja, ich bin heute hergekommen und habe zu meiner Trainerin, der Lise, gesagt, die Stimmung ist so cool da. Also mir hat es heute wirklich einen Spaß gemacht. Ich bin hinten, ich glaube im vierten Wurf bin ich beim Anlauf hinten gestanden und habe einfach nur grinsen müssen, weil mir das einfach so einen Spaß gemacht hat, heute wieder zu werfen. Die letzten Jahre hat es halt von der Stimmung her so gefehlt in der Leichtathletik bei uns. Es waren halt keine Zuschauer, es war ja relativ traurig, würde ich sagen. Und heute, das macht einfach einen Spaß und die Stimmung ist super. Die Leute klatschen vorhin an und es sind viele Leute da und es ist halt einfach, ist cool, wenn die Leichtathletik in Österreich ein bisschen belebt ist. Für Ivona Dadic ist ihr Heimmeeting ein absoluter Fixpunkt. Nach überstandener Oberschenkelverletzung und dem erfolgreichen Kugelstoßauftakt in Ried kann der Speerwurf in St. Pölten nicht ganz mithalten. Mit 45,30 Metern wird sie hinter Patricia Madl Dritte. Ja, die Weite ist ganz okay für einen zweiten Wettkampf für die Saison. Natürlich wäre es schöner gewesen, wäre es ein bisschen weiter gegangen, aber ich nehme es jetzt einfach einmal so als Saisonauftakt und das passt ganz gut. Also ich glaube, auf das lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Kugelstoßen in Ried hat ja wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wo ordnen Sie das heute im Vergleich dazu ein? Ja, das ist jetzt momentan die Situation, wo wir im Training sind. Wir haben bis zur WM noch knapp 2 Monate, das heißt noch etwas Zeit. Und wir wissen, dass wir auf langen Anlauf noch ein bisschen arbeiten müssen. Ich habe dann aus 3 Impulsen fast so weit geworfen wie aus langen Anlauf. Das heißt einfach, dass wir es einfach nach hinten ein bisschen bringen müssen und dann sollten die Weiten auch wieder passen. Wie sehr haben Sie es genießen heute können, ein Heimmeeting und so viele Fans heute wieder da? Ja, also St. Pölten ist immer ein Top-Meeting, wir haben immer tolle Bedingungen und ich starte immer sehr, sehr gern da. Heute nur im Wurf, aber ja, zu Hause umso schöner. Haben Sie schon einen konkreten Saisonplan, vor allem Ziele, die Sie erreichen wollen heuer? Es steht ja einiges am Plan. Ja, es ist ja die WM im Juli und dann die EM im August. Genau einen Monat dazwischen habe ich also 2 Mehrkämpfe und das Ziel wird sein, dort in einer sehr, sehr guten Form zu stehen und alles andere wird sich dann vor Ort ergeben. Spielt die Verletzung noch irgendeine Rolle oder ist die abgehakt? Ja, die Verletzung spielt jetzt im Wettkampf keine Rolle mehr. Nur halt einfach in der Trainingssicherheit und in der Wettkampfsicherheit fehlt es noch ein bisschen, weil ja ein bisschen ein Training verloren gegangen ist im Endeffekt. Aber ich spüre Gott sei Dank körperlich nichts mehr. Das heißt, ich bin fit und jetzt heißt es einfach nur mal Selbstvertrauen gewinnen. Wie viel Lust hätten Sie denn wieder mal auf eine Medaille bei einem Großereignis? Was für eine Frage. Ja, ich werde alles dran setzen, dass es mir wieder gelingt. Wir kommen zu den 100 Metern Hürden der Damen und da gibt's eine große Favoritin. Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Megan Tepper trainiert in St. Pölten, kennt die Bahn und ist schon 12,61 gelaufen. Sie will sich an die Fersen der Jamaikanerin heften. Karin Stramets Bestleistung 13,25, die soll im Finale fallen. Megan Tepper auf Bahn 3, Karin Stramets, die Steirerin, auf Bahn 5 und nicht vergessen auf Bahn 1 die U20-EM-Finalistin Johanna Plank. Los geht's, guter Start von Megan Tepper, aber die Jamaikanerin stürzt gleich bei der ersten Hürde, was für ein Pech. Das Rennen läuft aber weiter und es läuft gut für Karin Stramets, die Steirerin liegt vorne. Zum Sieg reicht's aber nicht ganz, 13,33 die Zeit für Stramets, knapp an ihrer Bestleistung vorbei. Damit wird sie Zweite hinter der Slowenin Joni Tomicic-Presel. Hier aber noch einmal das Ganze. Achten Sie auf Bahn 3 auf Megan Tepper. Sie kommt super aus den Startblöcken, die Jamaikanerin. Aber dann bleibt sie an der ersten Hürde hängen. Zum Glück dürfte nicht allzu viel passiert sein. Karin Stramets läuft bis zum Schluss vorne mit. Am Ende fehlen 3 Hundertstel zum Heimsieg. Am Anfang bin ich sehr, sehr zufrieden. Mit den letzten 30 Metern leider überhaupt nicht. Also es ist okay, aber es ist noch einiges zu verbessern da. Was war auf den letzten 30 Metern denn los? Ich weiß nicht, ich habe einfach so viel Speed verloren, ich habe mich zurückgelehnt, ich bin gegen die Hürde gerannt gefühlt und es hat mir einfach unmenschlich viel Zeit gekostet. Ja, und das war einfach das größte Problem. Wie würden Sie das Meeting in St. Pölten jetzt für sich einordnen? Ja, es ist trotzdem ein cooles Meeting, es ist eine voll gute Stimmung, es sind voll viele Zuschauer. Die Bahn ist schnell, die Bedingungen waren gut, wir haben Rückenwind gehabt, also eigentlich wäre alles vorbereitet gewesen für eine richtig gute Zeit. Weiter geht's mit dem Diskuswurf der Männer und da gibt's aus rot-weiß-roter Sicht natürlich einen Publikumsliebling. Lukas Weißheidinger nimmt in St. Pölten seinen nächsten Heimsieg ins Visier, aber er trifft auf starke Konkurrenz. Unter anderem bekommt es der Oberösterreicher mit dem starken Kolumbianer Mauricio Ortega zu tun, der schon über 70 Meter geworfen hat, eine Schallmauer, die es für Weißheidinger noch zu übertreffen gilt. In St. Pölten stehen die Chancen dafür leider gleich null. Rückenwind haben die Diskuswerfer gar nicht gern, deshalb bleiben die ganz großen Weiten aus. Mauricio Ortega kommt gerade so über 60 Meter und muss sich mit Platz 4 begnügen. Für einen anderen Weltklasse-Athleten läuft es besser.
Travis Smickle aus Jamaika wird mit knapp unter 63 Metern Zweiter. Gegen Lukas Weißheidinger haben sie an diesem Tag aber keine Chance. Der Olympiadritte von Tokio bestätigt einmal mehr seine großartige Frühform. Nach Platz 4 beim Diamond League Meeting in Birmingham wirft der Oberösterreicher in St. Pölten starke 65,98 Meter bei schwierigen Bedingungen und holt sich den Heimsieg. Ja, in St. Pölten präsentiert sich Lukas Weißheidinger immer in starker Form. Wie stark war er heute? Stärker, wie ich geglaubt habe. Also, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von mir heute und war cool, wirklich mal die Leute wieder mal das Unterstützung da haben, die sich angefeiert haben. Das hat mir heute auf alle Fälle voll gepusht. Wie zufrieden sind Sie mit der Weite? Knapp unter 66, bei den Bedingungen aber wahrscheinlich ja, nicht viel mehr drin. Ja, die 2 cm, dass der 66er da steht, war schon cool gewesen, aber so genau gar nicht werfen. Ich bin sehr zufrieden. Also, wir hätten sie mit den Bedingungen nicht wirklich so viel erwartet. Wir haben natürlich als Diskuswerfer mit Wind von rechts hinten, der drückt natürlich einen Diskus richtig schön nach unten, der kommt nicht entsegen, also eigentlich fliegt er wie ein Star. Von dem her, ja, richtig zufrieden. Also, wir haben nicht damit gerechnet und man hat gesehen beim Travis oder bei Maurice, die haben auch Probleme damit gehabt. Also ich glaube, dass das richtig viel wert ist heute, die 65,98. Ist es in Summe wirklich ein perfekter Saisonstart für Sie, auch mit Schwächert und Birmingham schon? Perfekt würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber sehr, sehr gut mit den Leistungen. Bin ich sehr zufrieden und ja, ich denke, dass man es so weitermachen kann und die Sicherheit heute mitnehmen kann, weil das war mein Wunsch heute, dass ich wirklich technisch so ein bisschen die Feinheiten ausarbeiten kann, das habe ich gemacht. Und da würde ich mir wünschen, dass es genauso weitergeht. Also, dass ich das jetzt nach Eisenstadt und dann nach Rabat mitnehmen kann und wirklich Step by Step jetzt ja, vielleicht sogar immer weiter wird. Stehen ja noch wichtige, große Events in dieser Saison vor der Tür. Was sind Ihre Ziele heuer? Ja, wie gesagt, wir haben jetzt noch Eisenstadt, Rabat und dann für andere Wettkämpfe international. Da möglichst konstant jetzt durchwerfen und dann natürlich die WM als Höhepunkt in den Europameisterschaften. Aber das ist noch ein bisschen hin, will natürlich möglichst gut machen. Nachdem Gottfried Lammerhuber heuer aufhört, das Meeting nicht weiter veranstalten wird, weiß man nicht genau, wie es weitergeht. Wie schade wäre es, wenn es das letzte heuer gewesen wäre? Das wäre richtig schade. Sportland Niederösterreich ist natürlich immer für gute Athleten da, vor allem auch für die Jugend, die wo es international mit internationalen Gegnern so ein bisschen einschnuppern kann oder können. Aber für uns alle, da wir sie vor Heimpublikum präsentieren können und man sieht es vor der Kulisse, also wäre schade, wenn das Meeting nicht mehr stattfinden würde. Ich hoffe, dass ja, einen anderen Leichtathletik-Begeisterten gibt oder dass sie ein paar zusammen, wo das Meeting weiterführen. Es wäre irrsinnig schade, so St. Pölten als Austrian-Top-4-Meeting zu verlieren. Sie wäre die 1A-Lösung. Beate Taylor, die mit dem Meeting damals noch als Beate Schrott groß geworden ist und hier gewonnen hat, stünde als mögliche Nachfolgerin für Gottfried Lammerhuber bereit. Lise Brock Memorial war für meine Karriere so wichtig, dass ich glaube nicht, dass meine Karriere so verlaufen wäre ohne den Wettkampf. Und ich finde es richtig schön, da zu sein. Ich bin richtig froh, auch beim also Gottfrieds letzten Wettkampf, den er als Organisator macht, dabei zu sein. Der Gotti hat mir in meiner Karriere so viel geholfen und einfach schön, dass ich da sein kann und das miterleben kann. Ja, und Gottfried Lammerhuber wäre ja auf der Suche nach einem Nachfolger. Hat er vielleicht in Ihnen schon eine Nachfolgerin gefunden? Also, wie ich gehört habe, er hat Probleme, jemanden zu finden. Natürlich denke ich darüber nach, aber es ist ganz klar, dass ich es alleine nicht machen kann. Vor allem, ich werde nach wie vor viel in Florida sein. Aber ich sage, wenn sich ein Team findet, dann bin ich gern ein Teil dieses Teams, der den Wettkampf weiterleben lässt. Und es wäre ja wirklich schade, wenn es einen Wettkampf wie diesen nach so langer Zeit plötzlich nicht mehr geben würde. Nein, der Gottfried hat so viel aufgebaut in den Jahren. Der Wettkampf, der hat jetzt wirklich einen Stellenwert in Europa. Und es kommen Athleten sehr gerne her, es werden da extrem gute Leistungen erbracht. Und das darf man eigentlich nicht untergehen lassen. Und darum, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass sich ein Team findet, der den Wettkampf weiterführt. Also die 15. Ausgabe dann nächstes Jahr vielleicht von und mit Beate Taylor. Ja, also wenn ich helfen kann, dann immer sehr gerne. Wie gesagt, alleine kann ich es nicht machen, aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass es den Wettkampf nächstes Jahr gibt. Tolle Nachrichten also für die heimische Leichtathletik. Beate Taylor könnte das Lise Prokop Memorial in eine erfolgreiche Zukunft führen.
Wir kommen zur Königsdisziplin, zu den 100 Metern und wir beginnen mit den Damen. Auf Bahn 5 Österreichs größte Hoffnung Magdalena Lindner, die bei ihrem Heimmeeting zurück zu ihrer Topform finden will. Gleich neben ihr auf Bahn 4 quasi als Zugpferd Desiree Henry, Olympiadritte mit der britischen Staffel 2016. Und auf Bahn 3 auch stark einzuschätzen die Ungarin Boglárka Takács. Los geht's, guter Start von Henry, guter Start aber auch von Magdalena Lindner. Henry und Takács auf Bahn 3 und 4 setzen sich leicht ab. Lindner kommt nicht ganz mit und was für eine enge Entscheidung ganz vorne. So eng, dass es am Ende gleich zwei Siegerinnen gibt. Desiree Henry und Boglárka Takács triumphieren zeitgleich in 11:37. Magdalena Lindner wird Vierte und verbessert ihre Saisonbestleistung von 11:82 auf 11:61. Über die 100 Meter der Männer bekommen die Fans einen der wohl letzten Auftritte von Dominik Distelberger zu sehen. Österreichs über Jahre hinweg bester Zehnkämpfer wird in Zukunft kürzer treten und nur noch einzelne Wettkämpfe wie hier in St. Pölten bestreiten. Beim Prokop Memorial schafft es der Niederösterreicher immerhin ins B-Finale und landet dort in 10:89 auf Platz 5. Ja, ich habe einfach gemerkt, die letzten Wochen, Monaten, dass es eigentlich an der Zeit ist jetzt, die Motivation war dann auch gar nicht ganz immer so groß. Ich habe nebenbei zum Arbeiten begonnen. Die Perspektiven haben sich ein bisschen verschoben. Ich habe Familie, ich habe ein kleines Kind, eine kleine Tochter. Aber es ist sehr, sehr schön und ich bin sehr, sehr glücklich auch mit dieser Entscheidung jetzt. Ich lasse die Saison jetzt noch so ein bisschen ausklingen, mache ein paar Einzelbewerbe. Aber der große Grund, dass ich auch noch weitermache, ist, dass ich meinen Trainingskollegen auch noch weiter unterstützen will, Markus Fuchs. Und der dann Trainer in der Schweiz und der macht halt zu Hause dann relativ viel alleine und da schaue ich halt, dass ich so gut wie möglich immer bei ihm mittrainieren kann oder mit gemeinsam was machen kann, dass ihm das auch pusht. Es waren mehr als 10 Jahre Mehrkampf-Leichtathletik auf absolutem Top-Niveau. Was bleibt aus Ihrer Sicht? Was waren die absoluten Höhepunkte? Boah, es waren so schöne Momente, dass in die 8000 Punkte Mehrkämpfe in Götzis, das Limit für die Olympischen Spiele damals in Götzis, die Olympischen Spiele, bei der EM der 4. Platz, ganz knapp an der Medaille vorbei. Aber es waren wirklich sehr, sehr viele schöne Momente. Ich bin so froh, dass ich das machen durfte und auch so lang. Auch an meine ganzen Wegbegleiter dann ganz großen Dank. Das ist nicht selbstverständlich, dass man den Sport da so ausüben kann, auch über so lange Zeit. Und wie gesagt, ich blicke auf eine Karriere zurück, bin stolz auf das. Leider mit ein paar zu vielen Verletzungen, muss man sagen, aber im Endeffekt sehr, sehr schön, dass ich so mal lang machen durfte. Der ganz große Höhepunkt des heurigen Prokop Memorials kommt jetzt. 100 Meter der Männer, A-Finale und da sind alle Augen auf ihn gerichtet. Markus Fuchs vom ULC Riverside Mödling war heuer schon bei der Hallen-WM am Start, ist richtig gut in Form, das will er auch in St. Pölten zeigen. Die Konkurrenz ist aber stark. Auf Bahn 2 der starke Brite Brandon Mingeli, auf Bahn 3 Ex-Hallen-Europameister Jan Wolko und auf Bahn 5 ein weiterer Brite Jamal Marcus Roden-Stevens, auf Bahn 4 Markus Fuchs. Los geht's und was für ein Start von Markus Fuchs. Der Mödlinger kommt überragend weg und übernimmt die Führung. Dahinter versuchen Wolko, Mingeli und Roden-Stevens mitzuhalten. Aber keine Chance gegen diesen Markus Fuchs, der das Rennen gewinnt. Und in was für einer Zeit? 10:18, die wären schon spitze, aber die werden danach sogar noch auf 10:17 korrigiert. Und schauen Sie sich diese Emotionen an bei Markus Fuchs. Der ist gar nicht mehr einzufangen. 10:17 bei 1,8 Meter pro Sekunde Rückenwind. Damit pulverisiert er seine alte persönliche Bestmarke von 10:30. Eine Welt über die 100 Meter. Was für Bilder, was für Emotionen Markus Fuchs mit dem Rennen seines Lebens. Er gewinnt die 100 Meter beim Lise Prokop Memorial in 10:17, der zweitschnellsten Zeit, die je ein Österreicher gelaufen ist. Und natürlich wird er danach von allen Seiten geherzt, von Dominik Distelberger, von Jamal Roden-Stevens und auch die Fans wissen, das war ganz großes Kino. Ja, Markus Fuchs gewinnt die 100 Meter in St. Pölten, das ist das eine, aber er pulverisiert seine persönliche Bestleistung um 13 Hundertstel Sekunden und das auf 100 Metern. Für wie verrückt hätten Sie mich erklärt, wenn ich es Ihnen vorher gesagt hätte? Ja, wenn man mir das vor dem Rennen gesagt hätte, hätte ich gesagt, was ist das für eine kranke Sau. Aber ja, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, so in die Saison zu starten. Mein Mindset, also ich bin momentan einfach so stark im Kopf, mir kann momentan einfach gar nichts mehr passieren. Man spricht ja gerade über die 100 Meter immer wieder über das perfekte Rennen. War es das heute? Auch vom Wind her nämlich. Es waren sicher heute gute Bedingungen. Das Rennen war auch sehr gut, aber vom perfekten Rennen bin ich jetzt noch weit entfernt. Also was ich in den letzten 6 Monaten auch noch dazu gelernt habe, ist, dass es einfach immer von Training zu Training, Wettkampf zu Wettkampf immer Verbesserungen sind. Und ich bin noch lange nicht dort, wo ich gerne sein möchte. Aber es war Ihr bestes Rennen. Darüber gibt es keine zwei Meinungen, oder? Bis jetzt natürlich war das mein bestes Rennen. Ja, erstes Rennen jetzt einmal und auf dem Ganzen werde ich jetzt einmal die Saison lang aufbauen. Wie war das Gefühl, als Sie über die Ziellinie gekommen sind und die Zeit gesehen haben?
Ich muss sagen, ich habe heute einfach überhaupt nichts mitbekommen. Also das Gefühl ist einfach unglaublich. Ich bin so happy. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Also einfach nur unglaublich geil. Ich bin jetzt der zweitschnellste Österreicher, den es jemals in der Geschichte gegeben hat, hinter Andreas Berger. Mir fehlen noch 200stel am österreichischen Rekord. Und so ein Saisoneinstieg macht mich einfach nur richtig heiß drauf, diesen Rekord einfach endlich mal zu schnappen. Ich wollte gerade fragen, das muss ja eigentlich fast das nächste Ziel sein. Also ja, vor der Saison habe ich mir natürlich Ziele gesteckt, von der EM- und WM-Qualifikation abgesehen natürlich, diesen österreichischen Rekord zu knacken. Und ich glaube, ich bin jetzt auf einem sehr guten Weg und ja, wie gesagt, war das erste Rennen, ab jetzt erst weiter Gas geben und einfach drauf aufbauen. Was macht St. Pölten so speziell für Sie? Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie hier so stark laufen. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach diese Atmosphäre, es ist eine total angenehme Atmosphäre hier in St. Pölten. Die Leute stehen einfach hinter den heimischen Athleten. Das hat man leider in Österreich nicht mehr sehr oft. Aber wie gesagt, ich renne eigentlich in St. Pölten seit meiner Jugend. Ich bin doch schon ein paar Jahre jetzt in der Leichtathletik dabei. Und ja, in St. Pölten war es einfach immer unglaublich und wird es immer unglaublich für mich sein. Wäre ja fast ein Verbrechen, wenn das nächstes Jahr nicht mehr stattfindet, wenn Gottfried Lammerhuber aufhört. Na bitte, auf keinen Fall. Also wir müssen alles irgendwie in die Hand nehmen, dass dieses Meeting erhalten bleibt. Wie man sieht, werden hier immer unglaubliche Leistungen, nicht nur heute von mir, sondern einfach von allen Athleten geliefert. Und das ist schon jahrelang so. Also ich hoffe natürlich nicht, dass hier ein Ende in Sicht ist. Schauen wir noch auf diese Saison. Was sind heuer noch die großen Ziele? Jetzt einmal ein paar gute Rennen anstecken, mitnehmen. Und dann natürlich also für die Europameisterschaft und Weltmeisterschaft qualifizieren, war ganz klar vor der Saison für mich als hohe Ziele gesteckt. Ich habe noch keine Freiluft-Weltmeisterschaft auf der Karte, die Hallen-Weltmeisterschaft habe ich schon mitgenommen. Ja, das würde ich gerne heuer auf jeden Fall mal mitnehmen. Schauen wir mal, wie weit es noch reicht. Für die EM habe ich jetzt das Limit, glaube ich, um 1/100 verpasst heute, was mich jetzt im Moment aber gar nicht so wirklich nervt. Markus Fuchs jubelt also über den Heimsieg in St. Pölten und das ist er, der krönende Abschluss des heurigen Lise Prokop Memorials. Schöner hätte sich auch der Veranstalter seinen Abschied nicht wünschen können. Ja, Gottfried Lammerhuber, es ist geschafft. Die 14. Auflage haben wir jetzt hinter uns. Mit welchen Gefühlen blicken Sie jetzt darauf zurück? Mit sehr, sehr positiven und guten Gefühlen. Es war ein hochklassiges Meeting mit sehr, sehr vielen Highlights. Österreichischer Rekord, Markus Fuchs ist 10:17 eine unglaubliche Leistung gelaufen. 79 Meter vom Superstar Pavel Fajdek, Lucky bei schwierigen Bedingungen, 65 hoch. Also ja, bin rundum zufrieden und war ein schönes Meeting. Ich habe mich heute mit sehr vielen Sportlern unterhalten und alle haben unisono gesagt, dieses Meeting muss es unbedingt weitergeben. Es ist so gut organisiert, es macht so viel Spaß. Wird es dieses Meeting weitergeben? Also ich bin guter Dinge, dass es dieses Meeting weitergibt. Andere Köpfe werden hier neue Innovationen reinbringen, andere Strukturen. Und möglicherweise gibt es diese Köpfe. Es ist mein Ansinnen, hier wirklich ein neues Team aufzubauen. Ich stehe in der zweiten, dritten Reihe zur Unterstützung bereit. Aber ja, der heutige Tag hat mich auch bestätigt, dieses Meeting muss es und soll es weitergeben. Vielleicht ja mit Beate Schrott alias Beate Taylor, die da ja, dann mitmacht. Das waren heute schon sehr interessante Zeichen. Die Beate war in meinem Hinterkopf schon vorhanden. Und ja, ich freue mich, wir werden uns jetzt einmal zusammensetzen, die ersten Gespräche führen. Und wie gesagt, meine volle Unterstützung hat oder hätte sie. Und das kann der Weg sein, ja. Was bedeutet es Ihnen ganz persönlich, dass es so viele positive Rückmeldungen gibt und die Sportler so gerne nach so vielen Jahren auch immer wiederkommen? Natürlich ist es schön, wenn man am Ende eines Tages sagen kann, man hat etwas erreicht oder man hat hier für die Allgemeinheit etwas geboten. Das ist ein gutes Gefühl und ja, macht einen zufrieden und ja, passt gut für mich. Da darf man dann auch die ein oder andere Träne verdrücken. Genau. Zum 14. Mal waren die besten Leichtathleten der Welt in St. Pölten zu Gast. Nächstes Jahr wollen sie wiederkommen und ein 15. Mal jubeln und gemeinsam Grenzen überwinden.